Aufnahme läuft, weiter geht's. Das Theropos-Vermächtnis, mein Gott. Wie spektakulär. Ich glaube, ich werde mein Vermächtnis failed nennen. Quest. Steht schon nur 2 Meter hinter dir, aber sieht nicht aus, als würdet ihr zu Fatras-Leuten gehören. Ja, klar, Poisant ist nur rum. Ich bin Gedron. Nemro bezahlt mich, damit ich mich mit seinen Problemen befasse. Wie zum Beispiel dem Verlust seiner Fabriken. Die Fabrik gegenüber hat früher Nemro gehört, aber Fatra hat sie übernommen. Jetzt stellt er dort Geschütze her, die er gegen Nemro einsetzen will. Das ist schlecht fürs Geschäft. Gut, viel Glück dabei. Tut euch selbst den Gefallen und bleibt hier. Wer Nemros kleines Problem beseitigt, kann massenweise Credits verdienen. Über die Zugangstunnel kommt ihr in die Fabrik. Fatra hat dort unten viele Schützen stationiert, aber längst nicht genug. Die Sicherheitsterminals der Fabrik befinden sich in den Tunneln. Wenn ihr die lahmlegt, könnt ihr in Ruhe Fatras ganzen Laden ausschalten. Geräte, Droiden, Ingenieure, einfach alles. Oh, perfekt. Das ist so eine Kleinigkeit. Kein Problem. Dann fangt am besten gleich an. Verpasst Fatra einen Denkzettel. Ist das eine Heldmission? Ja, auch eine plus 2. Welche Level ist das? Also machbar? Rot. Na gut. Ist wohl ein bisschen anspruchsvoller jetzt. Wollen wir mal gucken hier, ob der Rappo das hinkriegt. Ah, ich. Soll ich den einfach mal einladen? Ey, wir machen das alleine. Ich nehme mir mal so ein schönes Stimpack, weil ich hatte ab. Ja, hab ich auch schon. Oh. Mit auch ich? Ja, lesen kann ich nichts wieder. Sag das. Ah, hier, guck mal. Ach, okay. Ach so, das ist eine Quest. Ja, man sollte sich Quests auch durchlesen. Ah!
Oh, ich bin fast tot. War knapp. Ja. Bisschen anspruchsvoller hier. Ja. Ja, hier ist der letzte. Oh, jetzt haben wir neue. Die Quest hätten wir, glaube ich, schon am Eingang kaputt machen können. Jetzt müssen wir nämlich alle nochmal töten. Ah, da hinten müssen wir rein, ey, krass. Boah, fuck. Alter, was ist das denn für einer? Ich glaub, das schaffen wir nicht alleine. Schieß auf ihn. Ich bin tot. Man, hätten wir geschafft auf jeden Fall. Du hättest was nehmen müssen. Ja, aber weißt du, wie viele wir da töten müssen? Ja, lass uns nochmal probieren. Gehen wir mal taktisch an. Ich habe medizinische Sonde gemacht. Ja. Ich glaube, als Abonnent hat man da eh. Ich glaube, sonst kannst du da nur 5 Stück benutzen oder so. So, erstmal was. Alle Skills ausgerüstet haben, musst du dann heilen kannst du noch nicht, ne? Nein. Okay, das habe ich ausgewählt. Das heißt. 10 Sekunden können wir. Wen haben wir denn da? Oh, da ist noch eine Putt. Dann lass uns erstmal den Ingenieur töten. Mhm. Weil der ist schneller. Lege ich mir mal meine Medipacks noch da unten rein. Ja, ich guck mal, ob ich da. Stim habe ich noch. Medipacks habe ich gar keine mehr. Doch, 2. Alle benutzt? Geringes habe ich. Naja, ja gut, dann probieren wir es mal. Ich mach mal den ersten Schuss. Wenn du zu viel Leben verloren hast, geh hinter dem Band kurz, dann hab ich die Akku. Du denn jetzt? Ja. Da geht doch, taktisch, alles klar.
Mann. Muss man halt mal ein bisschen anders vorgehen. So, dann ist das hier der nächste. Ah, jetzt noch nicht, der läuft gerade hinten rum. Aber der kommt ja hier hin jetzt. Mhm. Ja, ich lock ihn mal an. Ich geb dir mal Akku. Und tot. Eine Fertigungseinheit. Hinten. Machen wir erstmal den ganz rechten. Inventory ist fast voll, ey, krass. Das ist so ein Sicherheitsding. Würde aber auch sagen, dass wir da auch erst wieder den Ruiden Ingenieur machen. Ja. Okay. Hinter der Mauer oder so. Ah, ich hab Akku. Ja, genau. So geht das alle Tier. Pro Gaming auf ganz hohem Niveau. So, jetzt müssen wir die Treppe noch hoch. Warte mal, ich bin. Einen Moment. So ein Ingenieur. Ah, man weiß nicht, ob die zusammenkommen. Ich markiere die aber schon mal. Wenn die nämlich doch zusammenkommen, gehen wir erst. Ah, den habe ich mich jetzt markiert. Jetzt hast du dich markiert. Ja, wenn der zuerst kommt, wenn die alle kommen, gehen wir erstmal auf den Ziel und dann gehen wir auf den. Greifen erstmal den Roboter an, ne? Ja. Ja, kommt. Ja. Ah, das werden wir gleich jetzt hier sterben. Den hinten töten. Na gut, dann haben wir das schon mal gesehen. Aber hier werden wir jetzt sterben, da kann man nicht ändern. Ja, ich könnte einen Medipack schmeißen. Ja, mach mal. Ah, wie knapp. Ich glaube, das reicht nicht. Ich hatte zu viel von den drei auf mir drauf. Fast. Nein. Ah, egal. 4 Sekunden können wir das Drohne rufen. Ja, ich kann erst in 25 Sekunden. Warum schießt die blöde Droide immer noch auf mich? Ich hab keine Ahnung. Hoffe ich, ich bin jetzt nicht gleich wieder aggro. Du kannst doch weggehen. Komm zu mir. Komm zu mir! Ja, ich kann noch nicht laufen. Komm mal, er geht immer noch auf dich. Bist du wieder da? Kann aber erholen, also der schießt mich jetzt nicht an.
Ja, dann Gas. Ah, ich muss dich noch buffen. Also hier jetzt auch rauszukommen wird schwer. Schnellreise? Wo ist denn das? Die nächste? Evoki Arbeitslager. Oh nee. Aber voll. Und wo können wir die abgeben? Mal kurz, ich schau mal kurz. Ja, lass mal Arbeitslager gehen, das ist jetzt zu krass. Wir können ja noch mal gucken, ob es hier einen Ra-Spawn gibt. Ist manchmal ja so. Ne. Sind auch alle wieder respawned, ja. Also Schnellreise benutzt zum Arbeitslager. Ja. Jetzt mal den Schrott hier verkaufen, dann gehen wir abgeben. Kannst du nichts verkaufen? Ist in der Stadt, glaube ich. Gut gemacht. Fatra wird sich so schnell nicht wieder einfallen lassen, Nemo aus dem Geschäft zu drängen. Das ist mein Verdienst und jeder soll meinen Namen kennen. Keine Bange. Talentierte Söldner vergesse ich niemals. Ich hoffe, ihr habt Freude an den Credits. Das ist schon... Oh, eine blaue Hose. Und Level up. Können wir da oben zur nächsten gehen. Ups. Runtergefallen. Rappo. Disconnected. Hallo? Kaufen. Schauen wir mal. Ja, super, das brauche ich. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Reparatur. Schrott verkaufen. Ich verkaufe mal meine ganzen Packages hier, die ich eh nicht brauche. Hm. Oder zerstöre ich, mein Gott. Sehen eh scheiße aus. Republikanische Scout-Lackierung. Kannst du die gebrauchen? Hä? Ah nee, kannst du gar nicht benutzen. Oh, jetzt habe ich was verkauft, das man ins AH stellen kann.
Also du hast Drum Dance noch immer? Ja. Ja, können wir weitermachen. Können wir? Leben Sie wohl. Ihr da, der alte Mann hat euch geschickt, nicht wahr? Ich kann seinen üblen Gestank nach Chemikalien von hier aus riechen. Wisst ihr, was diese Chemikalien anrichten? Sie reinigen das Wasser, sicher. Aber sie stellen auch widerliche Sachen mit den Tieren im Wasser an. Mutieren sie und lassen sie durchdrehen. Sie kommen doppelt so groß aus dem Wasser raus und 10-mal so bösartig. Und sie löschen uns aus. Moment. Es gab ein sinnloses Abschlachten und ich wurde nicht eingeladen? Hört zu. Für euch ist das vielleicht ein Witz, aber das ist es ganz und gar nicht. Der alte Mann ist verrückt. Ihm ist es eindeutig egal, ob wir bei der Reinigung alle sterben. Wenn ihr uns helfen wollt, solltet ihr zu dieser Station gehen und die Ventile zerschmettern, die die Chemikalien freisetzen, damit niemand mehr diese Station nutzen kann. Was ist euch euer Dorf wert? Ich kann euch nur ein paar Credits anbieten. Wir sind kein wohlhabendes Dorf, aber wenn das die Monster in Schach hält, ist es uns das wert. Bitte, werdet ihr uns helfen? Ich werde die Ventile zerstören. Ihr seid unsere Rettung. Es wird gut tun, mal wieder etwas Frieden zu haben. Tja, so ist das, wenn man die Welt rettet. Gerne. Ach, ja. Oh, hier kann man eine Quest annehmen. Ja, lass uns erstmal die Ventile kaputt machen. Ja, vielleicht müssen wir da ja trotzdem noch hin. Na egal, machen wir die Ventile kaputt. Retten wir sie. Schön locker. Den Klitschko an. Mit Lil Baba. Ich krieg doch jetzt trotzdem die bösen Punkte, ne? Ja. Aber weil ich die bösen. Naja. Du kriegst aber nur lieber Geräusche aus der Station gehört. Ihr habt die Ventile also zerstört. Wir sollten jetzt abrechnen. Natürlich. Hier, bitte sehr. Danke für eure Hilfe. Ja, er ist ein Kopfgeldjäger, der Menschen nicht tötet, aber Geld immer im Vordergrund zieht. So. Das war jetzt die Helden-2-Quest, aber... Hm? Ach, die Helden 2 ist unten? Ach so. Vorarbeiter Ram. Ja, auf dem Weg. Vorarbeiter Tamiko. Wieso seid ihr nicht in eurer Fabrik? Wie läuft sein Kanada-Training? Das hier ist Nemros Zentralfabrik, sein größtes Werk. Und jetzt sind ein paar Evoki aus dem Nichts aufgetaucht und haben die Fabrik übernommen. Gerade bin ich aber gespannt, wie ihr abschneidet. Und plötzlich waren sie überall. Ich konnte entkommen, aber die Sumpfratten haben die meisten meiner Arbeiter als Geiseln genommen. Wollt ihr mich nicht vielleicht daran hindern, mich mit nur einer Stange Detonit und einem Bolzenschussgerät bewaffnet auf einen Haufen wütender Evoki zu stürzen? Mit ein paar Evoki werde ich allemal fertig. Da bin ich ja froh, sonst müsste ich mir aus diesen Schlammpumpen hier ein Katapult basteln. MacGyver oder was? Die Geiseln sind im Keller, aber ihr kommt nicht direkt da rein. Ihr müsst erst die Aufzüge über die Hauptkonsole aktivieren. Die Hauptkonsole ist im obersten Geschoss. Nehmt die Aufzüge in Betrieb und fahrt dann runter in den Keller, um meine Arbeiter zu befreien, ja? Alles klar. Das kann ich wohl tun. Denkt daran, erst nach ganz oben. Die Aufzüge müssen erst aktiviert werden. Ja, wo ist das denn noch da? Oh, eine Helden 2. Was für ein Level? So ein eigenes. Welche Stufe? Stufe 5. Ach. Müssen wir uns nur einmal kurz umsehen, wie wir taktisch vorgehen. Ängste oder was? Deine Waffe schräg gehalten? Sicher, das ist eine coole Sau.
auch schnell hoch rein. Ah, buff mich mal bitte nochmal. Ich muss mal kurz Steam ausmachen. Ich werde die andauernd von den Trolls angeschrieben.